Pause. 3DS-Sound wieder an. Bitte warten. Ich muss die Demo öffnen. Bitte warten. Badadadam. Demo-Hype. Website mit irgendwas. Aha. Oh hey. Ich möchte bitte auf Deutsch spielen. Die Wahl der Sprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden, solange ich die Demo starte. Oder spiele. Oder whatever. Spiel starten. Please. Eine Rage. Oh Gott, eine Rage-Quittung, ist klar. Spezial-Demo-Version. Gibt's auch eine normale, nicht spezielle? Ich hätte gern eine physische Demo-Version. Hahaha. Hui. Wieso reitet der Kerl auf Latias? Sollte das nicht normalerweise Harukas Aufgabe sein? Warte, der heißt standardmäßig Orlando? Ernsthaft? Hiua! Das ist Moosbach City. In dieser Stadt werden Tag und Nacht die endlosen Weiten des Weltalls erforscht. Warum ich bloß hier die Demo spielen darf? Professor Cosmo, ein Bekannter von mir, hat mich um Hilfe gebeten. Er sagte, irgendwelche Schurken hätten es auf seine Forschungsergebnisse abgesehen. Lass uns erstmal zum Raumfahrtzentrum gehen. Beeilen wir uns, Orlando. Er heißt tatsächlich Orlando. Okay. Das ist das Raumfahrtzentrum. Da müsste der Professor... hey. Oha, verdächtige Personen gesichtet. Ihr habt bestimmt vor, euch Team Magma in den Weg zu stellen, nicht wahr? Ich werde jedenfalls keine Rücksicht nehmen, auch wenn es sich bei einem von euch beiden um einen einigermaßen hübschen jungen Mann handelt. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wir müssen gegen sie kämpfen. Oh, fuck. Wer hätte das gedacht? Orlando, ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht alleine kämpfen, weil die zu gut sind. Bitte kämpfe gemeinsam mit einem Pokémon. Ich habe hier 3 Pokébälle. Bitte wähle ein Pokémon aus, das dein Partner werden soll. Ich weiß ja nicht. Ja, ist natürlich doof. Die Mega von Jungblut kennen wir schon. Ich nehme mal Reptane. Weil Reptane cool. Ich kann die Demo einfach 3-mal durchspielen. Haha! Eine Herausforderung von Magma Rüpel. Oh mein Gott, er setzt ein Pfiffchen ein. Oho. Nach der Demo noch Smash? Weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich eher gedacht, nach der Demo noch Pokémon. Weil, blub, mal gucken. Mal gucken, wie lange ich die Demo denn spiele. Aber ich finde das Optische schon mal ganz hübsch. Dass sie das hier mit verschiedenen Symbolen noch versehen haben. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Slam! Wow, 75. Ja, ne? Ich denke mal, schneller bin ich sowieso. Und hey, ich bin Level 35 und kurz vor... oder fast kurz vor Level Up. Was könnte das wohl bedeuten? Vogel, nicht spoilern! Dadurch, dass du versucht hast, es ohne Spoiler zu sagen, hast du gespoilert, du Spaten. Ach, whatever. Ihr mögt uns zwar besiegt haben, oder so, ohne sind hin zu spät. Wir von Team Magma haben bereits herausgefunden, wo sich das zur Mega-Entwicklung fähige Pokémon aufhält. Oh mein Gott. Nun denn, machen wir uns auf den Weg dorthin. Ich habe keine Ahnung, wo vielleicht... dorthin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das ist doch Troy. Du warst es also, der mich gerettet hat, danke.
Nein, nein, ich war nicht allein. Das hier ist Orlando. Dank seiner Unterstützung habe ich es geschafft, diese Schurken zu vertreiben. Oh yeah. Aha, das ist also Orlando. Vielen Dank. Whatever. Dir habe ich es zu verdanken, dass die Sache unversehrt überstanden habe. Hä? Die kamen gerade raus, die waren schon bei dir. What? Aber es sieht nicht gut aus. Dieses Team Dingsbums von eben hat meine Forschungsergebnisse zur Mega-Entwicklung gestohlen. Und die sind nicht mehr in meinem Kopf. Jetzt wissen sie... Achso, ja gut. Jetzt wissen sie, wo sich das Pokémon aufhält, das zur Mega-Entwicklung fähig ist. Oh mein Gott. Das sind ja auch nicht so ein paar. Wenn wir nichts unternehmen, würde es diesen Bösewichten in die Hände fallen. Verstehe. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Oh ja, ich könnte natürlich auch Agilität spammen und hoffen, dass es mich besiegt, aber das wird ewig dauern. Der dritte von drei Leuten, der Reptane nimmt. Ja, hättest du das mal vorher gemacht. Vorher gesagt, Green Shell. Eine 50 Evoli. Der Professor hat mir mitgeteilt, wo sich das Pokémon aufhält. Sprich mich an, sobald du deine Vorbereitungen abgeschlossen hast. Ich brauche noch ein bisschen. Habe ich irgendwas? Oh hey, da unten auf dem What the fuck Videonachricht? Frauen regt er zum Träumen an. Was? Thema mit ruhiger Stimme gewährte uns einen Einblick in seine Erlebnisse. Die Trugbildjäger startet schon bald. Warum Fernsehen? Ich brauche kein Fernsehen da unten. Was haben wir denn hier? Uha. Ach stimmt, ja, es gibt ja wieder Wettbewerbe. Geil. Robust. Okay, robusten Körper. Das ist wahrscheinlich geskriptet, aber was soll's. Und Medaillen gibt's wahrscheinlich auch wieder. Sehr cool, sehr cool. Coolness! Ja gut. Sieht ganz solide aus. Was haben wir denn mit dem Beutel? Beutel, please, danke. Nichts. Hypertränke, Hyperheiler. Eine Menge nichts. Gut. Lalala. Brüderchen, ich meine natürlich Mitarbeiter des Monats. Du hast dich bisher gut geschlagen. An die doofen Kommentare auf dem Fernsehen. Ja, jetzt kann ich die mit mir rumschleppen. Das sehe ich. Aber ich kann sie nicht von Hand weiterklicken. Ja, alles schön. Verlass dich auf mich. Ich verlasse dich. Oh, ich darf nicht rein, schade. Ha. Diese unübersehbaren Infos unten auf dem Navi. Heute gehört für Abenteuer. Kann ich das Ding nicht irgendwie ausschalten? Fuck it. Ich kann es nicht ausschalten. Dupdi-dupdi-du. Druckbildjäger startet schon bald. Juhu. Jetzt auch noch Werbung für die Devon Corp. Seriously. Noch was, was unnötig ist. Oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Nee. Troydale schenkt oft komische Steine. Es macht wirklich so viel Spaß, Steine zu sammeln. Kann ich gar nicht verstehen. Ja, Mensch. Kann auch sein, dass er uns mega... was? Etwas Unsichtbares, was... Oh Gott, ernsthaft? Ein Kecleon vor Troys Haus? Ich glaub's nicht. Naja, gut. Dann halt nicht. Ich darf ja sowieso in keins der Häuser rein, weil die alle nicht gemacht sind. Hey. Arena. Hey, ich bin Ben. Ich bin Arenaleiter von Moosbach City. Ich bin Sven, ja. Ich bin auch Arenaleiter von Moosbach City. Und zusammen sind wir... die Türsteher. What? Naja gut, ich darf wahrscheinlich sowieso nirgends rein. Mit dir kann ich noch sprechen. So eine Gruppe Weimar verschwunden ist. Was mag wohl passiert sein? Do not know. Bam, 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 da, da, da. Na. Sternchen beobachten, jo, bunte Kärtchen.
Häng mal ruhig bunte Kärtchen auf, wenn du dir was wünschst. Ist okay. Dass es hier hinten runter geht, ist neu. Eine Reise auf dem Schiff ist toll. Meinst du nicht auch? Ist jetzt hier ein Schiffspier oder was? Was bist du denn? Achso, du bist die Raketenabschussstation-Rampe. Das ergibt natürlich Sinn, dass es bei einer Forschungsstation, die Raketen abschießt, auch eine Abschussrampe gibt, die es früher nicht gab. Was? Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Na gut. Svenja und Jan, genau. Naja, Ben und Jan. Vielleicht heißt er ja Benjamin. Gott, war der schlecht. Ich zähle auf dich, Orlando. Ja, gut. Bis wie viel kannst du zählen? Na dann, komm mal her, Troy. Wo bist du? Da bist du. Sind deine Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, ich kann ja in die Sonne nicht. Lass uns aufbrechen. Das sieht schön aus. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man auch endlich mal selber fliegen kann. Oh hey. Nein, nicht einfach wegfliegen. Also gut, die Magma-Figur müssten hier sein, schon nach dem Megapron suchen. Sieh dich hier ein bisschen um. Die Magma kann nicht weit sein. Ja, vor der Warnung, wenn du das hohe Gras betrittst, kann es sein, dass du von vielen Pokémon angegriffen wirst. Mach dich bereit dafür. Ich bring doch nie schlechte Sprüche. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, komm, schauen wir mal, was es hier an wilden Viechern gibt. Die Musik ist cool. Oh Gott, ein Bummels. Ja, komm. Lauchklinge. Ich will mich ja schließlich noch entwickeln hier. Bevor ich da kämpfe. 200 Erfahrung. Mensch. Bam, 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 Geradax. Cool. Fangen? Habe ich jetzt plötzlich Bälle? Ich habe doch keine Bälle gekriegt, oder? Oder habe ich jetzt plötzlich welche? Nee, ich habe keine Bälle. Darf nicht fangen. Slam! Mal sehen, wie das aussieht. Okay, what the fuck? Wieso soll ich denn langsamer laufen? Ich meine, okay, kann ich tun, aber macht das einen Unterschied? Ganz offensichtlich nicht. Bis auf die Tatsache, dass keine Viecher kommen. Oder selten. Aber das ist ja klar. Dum, 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 dum. Oh mein Gott, es lebt noch. Wieso lebt es noch? Oh, ich kann ja mal versuchen zu sterben. Kommt dann Troy und heilt mich? Immer noch zu schnell? Kann ich noch langsamer laufen? Awesome! Man kann schleichen. Was zur Hölle? Damit man keine Viecher mehr trifft, oder was? Das ist ja cool. Schutz wird überflüssig. Wuhu! Wahrscheinlich versperren einem trotzdem die Zubats den Ausgang einer Höhle. Ich sehe es schon kommen. Wie cool! Wie cool! Slow-Mo schleichen! Du-di-du. Awesome! Kann ich auch langsam schnell schleichen? Nee, kann ich nicht.
Wenn ich K.O. gehe, zerstört sich die Dämonen selbst. Ach, na dann. Oh mein Gott, es hat an mir geschnüffelt. Wie kann es nur? Ja, schnell schleichen. Der Entwicklungsbildschirm sieht schon mal nice aus. Aha, aha. Interesting. Yay. Badadadadada. So, Mr. Troy. Möchtest du mich bitte heilen? Machst du wirklich? Cool. Dim, 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 dim. Na, Iris. Einfach unfassbar. Davon hat niemand was gesagt. Team Aqua sucht hier ebenfalls nach dem Pokémon, das zur Mega-Entwicklung fähig ist. Und dann tauchen auch noch starke Trainer auf, so wie dieses Mädchen eben. Ha. Was sollen wir da tun? Schockschwere Not. Mach keinen Aufstand. Keine Panik, es wird alles gut gehen. Schließlich ist unser Vorstandsmitglied Kalle auch hier. Diese Namen. Hm? Was? Noch ein Störenfried? Mist. Stehen hier etwa Schlange, um einer nach dem anderen Team Magma im Weg zu stehen? Ich mach dich fertig. Oh Gott, mit Pose. Süß. Aber das Intro von Team Magma ist schön. Ich mag es. Like. Ja, Creeper, lass dich verjagen, genau. Ich slamme mal, weil ich es kann. Flops. Ist auch gut, dass das Mega... Mega sag ich schon, dass das Gewaldro nur physische Moves hat. Ist total awesome. Oh, ich habe verloren. Oh mein Gott. Einfach unfassbar. Das war das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Wie kannst du so stark sein? Schockschwere Not. Mein Eheweib ist tot. Tehehe, für ein Kind hast du ganz schön was drauf. Na gut, dann werde ich eben meines Zeichens Elite-Mitglied von Team Magma dich ganz schnell in deine Schranken verweisen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Elite du wirklich bist. Los, zeig mir, wie Elite bist du. Oh, das ist schon mal immerhin ein Typenvorteil. Zumindest so halbwegs. Und tschüss. Bam, 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 bada. Was zur Hölle? Neues Jugendwort namens Papieren? Bitte nicht. Please no. Wie bitte? Du gehörst gar nicht zu Team Aqua? Was? Du bist hier, um das Pokémon zu beschützen, das zur Mega-Entwicklung fähig ist? Das Mädchen, das uns für den besiegt hat, hat genau das gleiche gesagt. Ha. Seelenverwandte. Bald ist es soweit. Nächsten Monat beginnt der Ausverkauf im Einkaufszentrum in Segrasol City. Ich weiß nicht, was, der Text ist viel zu schnell, als dass man da mitlesen könnte bzw. mitsprechen könnte. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und begeben Sie sich, wenn es losgeht, schnell auf die Dachterrasse des Einkaufszentrums von Segrasol City. Gott, kein Nachrichtensprecher kann so schnell sprechen. Meine Fresse. Offenbar ist jeder Brenner an diesem Pokémon interessiert. Durch leichtes Bewegen des Schiebepads kannst du dich auf Zehenspitzen fortbewegen. Da steht's sogar. Ein versteckte Pokémon anschleichen, auch das noch. Cool. Ah, Moment. So. Hallo Haruka. Wie heißt du? Hört mal, 2 gegen 1, das ist feige.
Und ihr wollt Erwachsene sein? Außerdem sehen eure gestreiften Klamotten total seltsam aus. Eure gestreiften Tomaten sehen seltsam aus. Was? Feige sollen wir sein? Unsere Klamotten sehen seltsam aus? Mann, ich kann wieder nicht. Du Einfallspinsel, warum tust du so geschockiert? Mach dir mal nicht ins Hemd. Wir vom Team Aqua geben uns schließlich unser Bestes zum Wohle aller Pokémon. Da wird es doch wohl noch erlaubt sein, ein bisschen feige zu sein. Und ein paar krumme Dinge zu drehen. Ja, und außerdem ist meine Uniform total cool. Die Streifen betonen meine Figur. Ja, das ist sowas von stylisch. Eieiei. Jetzt diskutieren die da. Oh, Orlando, was machst du denn hier? Was? Da ist ja noch ein Balk. Okay, es kann losgehen. Man nennt mich nicht umsonst den Tausendsasser zu Wasser. Und ich werde dir jetzt vorführen, was Team Aqua so drauf hat. Ach ja. Und zwar in einem fairen Zweikampf. Oh Leute. Pfiffchen. Mensch. Lass mich raten. Das Mädel von euch hat einen Kanivania. Wahrscheinlich. Würde ich mal so behaupten. Ja, komm. Gestreifte Tomaten sind ein Team aus Delta Smaragd. Oh ja. Das wäre cool. Ich hätte wohl besser auf einen fairen Zweikampf verzichtet. Also echt, wie erbärmlich. Na schön, dann werde ich eben das mal schnell erledigen. Ich bin schließlich die Nummer 25 in der Stärke-Rangliste von Team Aqua. Lass mich raten, es gibt 26. Bam, 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 bada. Ja, natürlich ein Kanivania. Was tue ich da nur? Ich weiß es nicht. Garantiert nicht die sehr effektive Step-Attacke. Nein. Flops. Oh mein Gott, Rauhaut. Aber mit coolem Hintergrund. Oh yeah. Wie? Ich hab verloren? Nummer 25 von 24 Leuten. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass dein Pokémon so gut im Griff hast. Ich werde dich auf Team Aquas schwarze Liste setzen. Wir werden dich im Auge behalten. Danke für deine Hilfe, Orlando. Nanu, dein Pokémon sieht müde aus. Ich heile es für dich. Okay. So, es ist wieder topfit. Mein Vater hat mich gebeten, Untersuchungen zu einem Pokémon anzustellen, das hier auf der Insel leben soll. Aber dann kamen diese seltsamen Leute in Rot und Blau und haben es auf das Pokémon abgesehen. Da musste ich etwas unternehmen. Weiter hinten sind zwei Typen, die noch viel stärker sind als diese beiden hier. Die scheinen hier die Befehle zu erteilen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber mein Pokémon-Team hatte keine Chance. Du und dein Pokémon könnten es vielleicht schaffen. Aber versprich mir, dass du es nicht übertreiben wirst. Ja, ich probier's. Ich lass so ein bisschen was von dem Ort heile. Ach ja. Hey Großer, mach den Weg frei. Wenn hier jemand das Pokémon mit der Fähigkeit zur Mega-Entwicklung in die Hände bekommt, dann wir von Team Magma. Ho, ho, ho. Was redest du da für wirres Zeug? Und das mit einer Visage und einer Frisur wie ein Makuhita. Was für eine Demütigung. Wie kannst du es wagen, mich, Kalle, den Anwärter auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Team Magma, mit einem Makuhita zu vergleichen? Mach wenigstens ein Hariyama daraus. Ha, 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 du bist ein lustiger Kerl. Ich geb's zu, ich hab ne Schwäche für lustige Typen. Deshalb hat mich Adrian damals auch so imponiert. Adrian ist lustig? Also gut, es ist beschlossene Sache. Ich werde dich beim Pokémon-Kampf richtig fertig machen, weil ich dich so mag. Ich weiß nicht, was in diesem Kerl vorgeht, aber er macht mir Angst. Du lässt mir keine Wahl. Ich werde dich die überwältigende Stärke eines Vorstandsmitglieds spüren lassen. Wow, du bringst mich echt zum Lachen. Dann leg mal los, zeig mir, was du drauf hast.
Was? Nanu, wer bist du? Moir. Moir ist ein tolles Wort. Das Kindchen sieht aus, als hätte es vor sich, uns in den Weg zu stellen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mich mit dem Großen zu streiten. Hör mal, was hältst du davon, wenn wir einen vorübergehenden Waffenstillstand schließen und zusammen diesen Störenfried aus dem Weg räumen? Moir, das ist eine gute Idee. Ich habe sofort gesehen, dass du den Text zu schnell weiterklickst. Ich werde sie danach so richtig fertig machen. Ich, du und unsere Pokémon, wir werden so richtig abgehen. Moir, moir. Yo. Moir, moir. Der ist wirklich beängstigend. Dann will ich dir mal eine ordentliche Lektion erteilen, Kindchen. Har, 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 ich werde dich zu Kleinholz verarbeiten. Orlando! Oh mein Gott! Ach, Troy. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte, Orlando. Verstehe, das müssen dann wohl hohe Tiere bei Team Aqua und Team Magma sein. Ich hätte nicht erwartet, dass die beiden sich zusammentun. Lass uns gemeinsam gegen sie kämpfen. Aber zuerst bringe ich deinem Gewaltro noch eine Attacke bei. Nein! Lass doch die Agilität da, mach doch die fucking Slam-Dings weg. Das hier ist für dich. Oh cool. Accessories. Ein Mega-Armreif. Yay. Mega-Armreif ist nicht, ja, okay. Das ist ein Mega-Armreif. Darin ist ein mysteriöser Stein eingearbeitet. Ein sogenannter Schlüsselstein. Aha. Dieser Stein hat die Kraft, zwischen dir und deinem Pokémon eine enge Verbindung herzustellen. Ach ja, das hier muss ich deinem Gewaltro auch noch zu tragen geben. Yay, Gewaltronit. Yay, Jaysor. Durch das Zusammenwirken deines Schlüsselsteins und des Megasteins von Gewaltro solltet ihr dank eurer Freundschaft zueinander in der Lage sein, die immense Kraft der Mega-Entwicklung freizusetzen. Ich denke, es ist an der Zeit, diese Kraft auch mal auszubringen. Meinst du nicht auch? Jetzt habe ich die Stimme schon wieder vergessen, die ich ihm gegeben habe. Hohoho, es passt mir gar nicht, dass ihr mich unterschätzt. Glaubt ja nicht, dass ihr mit einem Trick, den ihr gerade erst gelernt habt, gegen ein Vorstandsmitglied von Team Magma gewinnen könnt. Har, har, har. Ihr seid mir vielleicht zwei. Ich werde mir richtig Mühe geben, euch zu Kleinholz zu verarbeiten. Das ist tatsächlich sehr komisch, dass zwei Vorstandsmitglieder von den beiden Teams miteinander kämpfen. Aber hey, wieso nicht? Aber die Artworks sind cool. Vor allem das von dem Linken finde ich sehr cool. Aqua-Vorstand Wolfgang möchte kämpfen. Kamerupt wurde... Ja, okay. Kamerupt und Toaido. Ob die vielleicht auch Mega entwickeln können? Das wäre komisch, aber ob die auch Mega entwickeln können? Shine. Nice. Und Level 45 ist es. Coole Sache. Einfach just because. Ich habe es gerade erst gelernt. Ab dafür. Bams. Oh yeah. Oh, ich liebe dieses Biest. Shiny Mega Metagross. Und es hat tatsächlich noch vier Beine hinten. Das heißt, es besteht jetzt aus 8 Tunnels. Hat also nochmal die doppelte Rechenleistung. Die doppelte Rechenleistung eines Ultra-Supercomputers. Gut. Nein, ich habe mir noch nicht überlegt, Synchronsprecher zu werden. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dazu sonderlich geeignet wäre. Da gibt es tausend bessere. Tausende bessere. Gewaltro erreicht Level 37. Du besiegst Magma-Vorstand. Bla. Oho. Ah, eine aufregende Niederlage. Nice, 6400. Was hat das zu bedeuten? Wie kann ein Vorstandsmitglied wie ich gegen ein Kindchen und einen silberhaarigen Jüngling verlieren? Meine Beurteilung. Jetzt wird mir unser Anführer Mark bei meiner Beurteilung Punkte abziehen. Ihr seid stark, das gefällt mir. Eins steht fest, Kindchen und silberhaariger Jüngling. Irgendwann werde ich euch das mit Sicherheit heimzahlen. Hohohohoho. Ich freue mich schon drauf, euch wiederzusehen. Und jetzt dackeln sie zusammen ab, statt jeder zu ihrem eigenen Team zu gehen. Okay.
Naja. Ja, du hast sie zum ersten Mal eingesetzt und trotzdem war sie so mächtig. Dein unbegrenztes Potenzial lässt mich vor Aufregung erzittern. Übrigens, hast du gesehen, was mein Metagross drauf hat? Ha. Nee, hab nicht drauf geachtet. Sein robuster weißer Körper. Nach der Mega-Entwicklung wird seine Schönheit noch atemberaubender. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich dir dieses Metagross anvertraue. Zwinker, zwinker. Also gut, jetzt wo wir diese Schurken verjagt haben, sollten wir zu dem Pokémon gehen, das zur Mega-Entwicklung fähig ist, nicht wahr? Ja, das steht so rum. Stein. Schade, du hast nichts. Moment, was gibt's hier drinnen für Viecher? Dem, nass genäht. Robustheit, ja geil. Gut, das sieht noch fast genauso aus wie vorher. Machen wir so. Für dich brauche ich mich nicht mega an. So. Bam, 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 bam. Krakelo. Okay. Ja, ach komm, Laubklinge, ab dafür. Ach komm, ich geh gleich mal weiter. Wobei ich ja schon ganz gerne mal noch ein Nasknet. Wow, du lebst noch. Noch ein Nasknet sehen würde, einfach um mir mal dann die Stats von Gewaltrohr anzuschauen. Du. Nein, Mega Arceus wäre das Beste, was es gibt. Und das wäre echt hart. Oder halt, wie vorhin schon gesagt, Mega White Kyurem. Du bist kein Nasgnet. Du wirst auch, glaube ich, nie eins werden. Ein Volltreffer. Aber die Volltreffer sind jetzt, was zur Hölle? Die Volltreffer sind jetzt gelb markiert. Das heißt, man kann es kaum noch übersehen. Ach komm schon. Ey. Would you please just give me a Nasknet? Moin, Wursti. Nein, Mega Arceus hat die Fähigkeit, es macht Schaden. Mit purer Anwesenheit. Mit Shadow-Typ. Oder so. Ne? Nasknet, danke schön. So, weh, du hast jetzt keine Robustheit. Kann das Viech irgendwas anderes haben? Das war jetzt natürlich schlau. Das war jetzt natürlich die beste Wahl, die ich treffen konnte. Wahrscheinlich explodiert es jetzt einfach. Nur um mich zu trollen. Oh, sieht so cool aus. Flop, flop, flop. Okay, Robustheit, danke. Ja. Noch mehr Steinhagel. So, Pokémon, Gewaltrohr, Bericht. Pflanze Drache, jawoll.
Und ganz ordentliche Stats dafür, dass es 37 ist. Und ach ja, Blitzfänger, geil. Stimmt ja, da war ja was. Ha! Nice! Ach, ich finde es so cool, dass es ein Drache wird. Ah, moin Lars. Tja. Dein Laptop gibt auch so langsam den Geist auf, oder? Ach, da ist auch noch Gras. Mega Arceus mit Wunderwache. Wunderwache und Kampfimmunität. Yes! Der geht noch. Okay. Ach, 145 hat's in beiden. Auch gut. Ja, ja gut. Offenbar verwirkt sich das zur Mega-Entwicklung fähige Pokémon dort im hohen Gras. Hier, ich gebe dir ein paar Pokébälle. Wirf einen und fang das Pokémon. Einen nur? Okay. Schauen wir doch mal. Wollen wir es auch gleich mal. Oh mein Gott! Ein Kampf! Was haben wir denn hier? Ach, Glalie! Wäre natürlich irgendwie scheiße, wenn jetzt der Ball nicht ausreicht. Honig im kleinen Grasfleck wäre lustig, das stimmt. Wer hätte das gedacht? Eine Fangrate von 255. Mensch. Mega Arceus mit Typ Normal Geist hätte immer noch Unlichtschwäche. 4 Minontor. Oh, Vogel, please. Ja, ich möchte einen Spitznamen geben. So. Achso, da. Ja, Enter. Danke. Für die von euch, die nicht wissen, warum es so heißt, googelt es einfach mal. Dürfte eigentlich ausreichen. Es sieht so aus, als hätte dich das Pokémon durch deine Fähigkeiten im Kampf anerkannt. Ja, ich habe einen Ball geworfen. Hehe. dieses Pokémon trägt einen Megastein. Ich frage mich, welche Kräfte es durch die Mega-Entwicklung freisetzen kann. Ich beneide dich darum, dass du es bei deinem nächsten Kampf mit eigenen Augen sehen kannst. Du kannst zugucken, Troy. Dann siehst du es auch. Unser Shuttlebus ist wieder da. Frostbrand, auch schön. Yay! Flieg, flieg. Oh, Xenorovil sieht schön aus. Stracciatella. Heslontor. Es gibt in Hönnen noch mehr viel Pokémon, die zur Mega-Entwicklung fähig sind. Außerdem gibt es noch eine Form der Mega-Entwicklung, die anscheinend vor Urzeiten verloren gegangen ist. Das heißt, dass sie sogar Mega-Entwicklung übertrifft. Die sogenannte Protomorphose. Sie ist es, worauf die Magma und Wacker das Abend gesehen haben. Unsere Welt steckt voller und noch unbekannter Rätsel, Überraschungen und Rätsel. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du und dein Pokémon-Team in dieser Welt alles erleben und fühlen werdet. Ich bin ganz aufgeregt bei dem Gedanken, wie ihr euch wohl weiterentwickeln werdet. Ist eine gute Frage. Also dann heißt es jetzt Abschied nehmen, Orlando. Ich freue mich auch schon auf den Tag, an dem ich dich und dein Pokémon-Team wiedersehen werde. Subtiler Hinweis. Oh Gott.
Rayquaza. Und jetzt? Mehr Abenteuer erwarten dich. Nimm das Föhnentor, das du gefangen hast, mit in die Vollversion. Okay. Brich auf zu neuen Abenteuern. Okay. Ich darf das Föhnentor echt mitnehmen? Dafug, wieso sagt mir das keiner? Jetzt hat das irgendein random Bullshit-Nickname. Da! Oh, jetzt mit Wasserhintergrund. Okay, wie geht's jetzt weiter? Das ist unsere zweite Begegnung, oder? Ich hab's. Ich werde deinem Team weitere Pokémon hinzufügen, damit du noch mehr Spaß auf deinen Abenteuern haben kannst. Ich möchte, dass du neue Erfahrungen mit diesen Pokémon machst. Sprich mich einfach an, wenn du zu deinem Abenteuer... Okay. Kann ich jetzt in die Häuser rein? Nein, ihr sagt wahrscheinlich alle immer das Gleiche. Okay. Oh, hey. Ah, okay, I see. Okay, ich hätte ruhig Dings nehmen können. Egal, Mega Glalix. Was kannst du denn so alles? Eiszahn, Kopfnuss, Schutzschild, Eisrodem. Ja. Du bist zaghaft. Super geil. Na dann. Ich könnte natürlich auch mal schauen, was die anderen so können. Können wahrscheinlich Fauna-Statue, Aquahaupitze und Dingsbums. Lurkanonade, ganz genau. Flammenwurf, Doppelkick, Schlitzer und Lurkanonade. Okay. Kaskade, Schlammbombe, Steinhagel. Warum Schlammbombe? Und Aquahaupitze. Naja, gut. Ja, man ist auch ohne Skates vom Gitter gelöst. Es sei denn, man läuft mit dem Digipad, dann ist man immer noch gegittert. Ja. Ich möchte zu einem... Geschenke? Ja... Okay. Ich krieg wahrscheinlich noch weitere Geschenke. Ich schätze mal sowas wie Steelix oder so. Lass uns aufbrechen. Ich kenne eine Insel in der Nähe, auf der sich ein Pokémon trainiert. Um ein Spezialtraining zu absolvieren. Ich möchte, dass du ihn als Gegner zur Verfügung stellst. Jo, krieg ich hin. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es auch Mega Frosteti gibt. Mega Galagladi gab es ja bei XY auch nicht, obwohl es Mega Gardevoir gab. Ne? Wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, fängt ein Kampf an. Yo. Ja, komm mal her hier. Matrose. Uff, kämpfen gegen mich. Yo. Digga. Matrose Monty. Oh nein, Pelipper. Ich hasse Pelipper. Und wieso habe ich jetzt keinen Gefrierbrand hier, Gefriertrockner? Was macht denn Eisodem? Ist das, was langsamer macht, ne? Ah ne, Volltreffergarantie. Mit Stärke 60? Hatte das nicht mal Stärke 40? Ne, das hat schon immer 60, glaube ich. Egal, machen wir einfach mal. Ich hab dich geninjart. Wieso hab ich dich geninjart? Das sieht komisch aus. Und es hat wortwörtlich eine große Fresse. Und es schwebt halb aus dem Bild. Warum? Warum schwebt es nicht niedriger? Tiefer, meine ich. Ja, die Kopfnuss ist dank Fähigkeit auch ziemlich stark, das ist mir klar. Dieser Bart. Mega Glalie ist ein Cat. Oh! Schön.
Darf ich dich jetzt eigentlich fangen oder wurden mir die Bälle wieder weggenommen? Die wurden mir wieder weggenommen. Geil. Dann flüchte ich erstmal. Ich möchte nämlich auch die anderen Mega-Pokémon mal sehen. Scary Face. Huh. Kein Item? Wenn es diesen Ort in der Vollversion gibt, dann ist da 100 pro ein Item versteckt. Und ich kann klettern? Ich kann klettern! So awesome! Und noch ein Matrose. Ich kenne Häfen auf der ganzen Welt, aber Graffiport City hat den schönsten von allen. Okay. Tassilo. Der heißt ernsthaft Tassilo. Okay, auch noch ein Pelipper. So neu, so unerwartet, so Logok Plus. Mega Steinhagel. So ein Pexneed. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber muss ja. Diese Arme. Ich wollte gerade sagen, diese Oberarme, aber die Unterarme sind ja noch schlimmer. Ach ja, und tschüss. Logok, ja. Steroide! So. Jetzt mal was ganz Neues, was noch niemand von uns gesehen hat, wahrscheinlich. Nee. Darf ich bitte da durch, danke. Okay, nischt. War ja zu erwarten, aber eigentlich, aber was soll's. Oh, eine Oma ist auch noch da. Absol! Ach komm. In einem Nicht-Trainerkampf mega ich noch nicht. Flop. Dead Animation. Boss-Transformation, what? Sei gegrüßt, Kleiner. Ich bin ein raubeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Und jetzt stehe ich hier im Gras. Elot. Matrose Elot. Okay. Kanivanya. Mensch. Das ist ja überhaupt nicht eine fiese Wahl gegen Logok. Oder umgekehrt. Ach, wird schon reichen. Und in dem Spiel sieht man auch endlich mal, dass es nur eine Mütze ist und keine weißen Haare. So new! Jo, reicht. Sehr schön. Vanessa, meine Reaktion war, shiny. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Yay, ich habe gegen alle Trainer gewonnen. Und was macht die Oma jetzt da? Hey, ich will da bleiben. Nein, 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 ich will die Oma noch. Wieso fliegen wir jetzt eigentlich auf Latios? Sind wir auf dem Hinweg auch schon auf Latios geflogen? Oh. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Na, gibt's noch was? Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, Kanivanya zu one-hitten. Ist ja eigentlich schon so eine Defensivbombe und so, ne?
Man kann durch die Dinger durchlaufen. Da sind neue Personen aufgetaucht. Mensch, der Stream läuft knapp 1,5 Stunden. Ja. Ah, okay. Wieder mit Feuerhintergrund. So sieht man sich wieder, das sind so dritte Begegnungen, oder? Sprich mich einfach an, wenn du zu deinem Abenteuer aufbrechen musst. Ja, ich möchte aber jetzt erstmal dieses ominöse Trio finden. Und ich darf immer noch nicht rein, weil ihr immer noch Türsteher spielt. Weil in eurer Arena aufgeräumt wird. Okay, komische Steine. Vielleicht steckt ein Pokémon dahinter. Ach, das Trio. Na, ihr? Wenn er wütend ist, wird er richtig einflößend. Da will man natürlich erst recht nicht daneben lang. Ja, und jetzt? Wir haben Befehl erhalten, uns hier zu versammeln, aber also, haben wir uns am falschen Ort versammelt? Ich weiß nicht. Eine klar strukturierte Vorgehensweise. Wir treffen uns immer erst am Einsatzort und gehen danach wieder unsere Wege. Okay. Gut zu wissen. Und jetzt? Das hat mir jetzt was geholfen? Pokémon-Wettbewerb live. Ja, ich möchte bitte auf das Abenteuer aufbrechen. Ich möchte, dass du mir hilfst, es zu finden. Ein verirrtes Kind, oh mein Gott! Ich glaube nicht, dass alle, dass die hier in der Demo gezeigten Viecher schon alle sind, alle Megas. Ich gehe ja mal davon aus, dass noch welche kommen. Okay. Ist da gerade ein Absol durchs Gras gesprungen? Hier stehen bleibt. Okay, irgendwann stellt er sich wieder normal hin. Ja. Ich hab's gehört. Da war ein Absol. Aber wo? Das sieht so dämlich aus. Hey. So. Das ist sowas von Absol, aber natürlich. Kann ich eigentlich die Niete verschieben? Ja, kann ich. Ich dachte schon, das Spiel meckert dann. So, was hast du zu erzählen? Schön, dich zu sehen. Du siehst ziemlich stark aus. Du wirst ein gutes Spezialtraining. Joa. Schnösel Schorsch. Ernsthaft? Schorsch? Nicht mal wenigstens Georg, sondern Schorsch? Uiuiuiui, da hat er aber tief in die Kiste gegriffen. So manly! Ich mag Mega Gewaltro. Ba ba
Natürlich geht es von XY mit Direkttausch, aber ich würde schon gerne die Bank nutzen, um zum Beispiel diese 11 Boxen an EV-Pokémon einfach mal rüberzuschieben. Das geht wesentlich schneller als Direkttausch. Ich muss noch den Scanner finden. Ja, Mensch. Dann such mal. Und du bist wahrscheinlich das Kind, was sich verirrt hat. Ja komm, scheiß drauf, Schnösel! Ja, mir ist Bank tatsächlich zum Rübertauschen auch wesentlich lieber, weil das einfach tausendmal schneller geht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie 330 Viecher oder wie viel auch immer. Ja, aber Direkttausch gehen auch Items mit, aber die Items kann man im Notfall auch einzeln. Noch eine Mega-Laubklinge. Die Items, ja. Oh ja, das Kind runterschubsen, gute Idee. Ich versuch's gleich mal. Am besten mit einem, weiß ich nicht, mit einem Slam oder so von Gewaltros Schweifpeitsche. Mehr Splatter in Pokémon spielen. Oh ja. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Stirb. Siehst du, das war so brutal, dass man es nicht mal zeigen durfte. Muahaha. Ich habe es gefunden, in Einzelteilen. Schweifpeitsche, ja, ist gut. Hey. Gewaltrohr hat einen Drachentyp seit der Mega-Entwicklung. Ja gut, die Items kann man natürlich auch in Oras finden, ziemlich sicher, aber sowas wie die ganzen Megasteine wirst du wahrscheinlich rübertauschen müssen. Denke ich mal, also die ganzen alten Megasteine. Aber da kann man im Notfall dann auch die paar Pokémon, die die Steine brauchen, direkt tauschen. Also, ne? Wir müssen die anrufen. Wir brauchen einen Patronenhieb. Aber dann brauchen wir auch Genus. Und mal wieder das Ende. So, wie oft darf ich die Demo jetzt noch spielen? Patronenschelle, yo. Ganz by the way, ich finde das Flunschlick-Kissen oder diesen Flunschlick-Teppich für die Geheimbasis unglaublich awesome. Ich kann ein Pokéball-Set über Pokélink versenden. Okay. Die neuen Megasteine auf XY tauschen ist eine gute Frage. Wenn ja, dann gibt's garantiert ein Update für XY. Sonst würde es ja nicht funktionieren. So sieht man sich wieder. Das ist unsere vierte Begegnung, oder? Ich werde dir zum Andenken ein paar Pokémon Bälle schenken. Ja, ja, ist okay, ja. Ich möchte bitte zu meinem Abrentower aufbrechen. Yo! Suche nach einem Pokémon begeben, das nahegelegenen Insel leben soll. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, Orlando. Orlando! Achtmal noch im Start überspringt Ende. Okay. Achso, okay. Ja, gut. Bitte such nach dem Eneko. Ugh. Freie Flächen zwischen dem hohen Gras auffällt. Okay. Oh, hey, Trainer. Trainer. More Kämpfers. Wer steht vorne? Wieder Mega Glalix. Kann ich das nicht mal irgendwie hinten behalten?
Unterschätze mich bloß nicht, sonst brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn du heulst wie ein Baby. Lars, du kannst das Ganze auch über... Du kannst den Downloadcode auch über eine Webpage downloaden oder den dir zuschicken lassen. Schau am besten einfach mal bei... Weiß ich nicht, bei Visa-Fans oder sonst wo vorbei. Oder Philipp hat den Link garantiert auch. Wenn du Glück hast und auf die Seite draufkommst und sie nicht völlig überlastet ist oder noch down oder was auch immer, dann kannst du da dir einen Code ordern. Du brauchst noch nicht zu Mac ist. Und ich bin mal für eine Aqua-Haubitze, weil ich die noch nicht gesehen habe. Oder doch? Nee, habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, die war vorhin down. Vielleicht geht's ja jetzt wieder. Okay, dann geht's wohl nicht mehr. Aqua-Haubitze. Sieht aus wie eine übertriebene Hydropumpe. Und natürlich überlebt es. War ja klar. Der Burger-Bonus. Der Burger-Bonus ist für mich gestorben, seit der Cheeseburger mehr als 1 € kostet. Ich glaub nicht, dass die ungewollt online war. So, wo ist jetzt das Eneko? Da ist es. Nico! Nikoko, meine ich natürlich. Das war's schon? Okay. Dupdidu. Yay. Oh, jemand Neues. Ah, okay. Ja gut, es war zumindest eine Seite mit Language gleich AT, also halt österreichisch. Aber das hat mit Language gleich DE auch funktioniert. Wahrscheinlich war es einfach unbeabsichtigt, dass die überall online war, aber das kannst du eigentlich nicht örtlich begrenzen. Fünfte Begegnung. Kannst du mir... Ja, ach... Überlege dir gut, bei welchem Pokémon du den Joker ausspielst. So, neue Person. Neue Person, Hype. Da stehen immer noch die drei. Na gut. Vielleicht doch... Ah! Du bist neu. Nee, bist du nicht. Oder doch? Dank meines Reichtums konnten auch gestern die Pokémon gewinnen. Du bist neu. Ich möchte aufbrechen. Leute wollen gegen mich kämpfen. Mensch. Ja,
Der Mann, der das Herausforderungsregeln geschickt hat, müsste hier irgendwo sein. Bereite dich gut vor, es handelt sich um keinen gewöhnlichen Gegner. Ja, die Vorbereitung besteht daraus, dass ich erstmal Lorok nach vorne schiebe. Einfach weil. Spezialkurs Anordnung von Team-Pokémon. Wer bist du denn? Du bist ein Veteran. Du bist garantiert eine Legende. Ich hab schon viel von dir gehört. Ungeachtet deiner Jugend bist du in der Lage, die Mega-Entwicklung einzusetzen. Hier an diesem Ort, den kaum jemand hier betritt, habe ich gemeinsam mit meinen Pokémon unbeirrt nach Stärke gestrebt. Erlaube mir, meine erlangten Fähigkeiten gegen dich und deine Pokémon auf die Probe zu stellen. Bam, 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 badam, bam, badam. Experte, na ja, gut. Hariyama, ernsthaft? Ernsthaft? Ja komm, go, go, Megalogok. 36, was soll schon passieren? Du hast sicherlich Speckschicht, also kriegst du einen Doppelkick ab. Oakloid Metal, yay! Bam, bam, badada, bam, badada. Oh, wie süß. Oh Gott, macht das Schaden. Wirbelwind. Yay. Mega Glalix. So, was hast du vor? Noch mehr Wirbelwind. Moment. Wirbelwind wird nicht von Schutzschild geblockt? War das schon immer so? Bin ich gerade doof? Mal ganz im Ernst, war das schon immer so? Oder schon in Gen 6, hier in XY zumindest? Dann würde ich auch verstehen, warum man Wirbelwind über Brüller spielen sollte. Weil Brüller wird, glaube ich, geschutzschildet. Oder nicht? Ab soll, ja komm, Megalogok. Ab dafür. Das hat mich jetzt gerade doch ein wenig verwirrt. Ist, glaube ich, neu. Das ist ja tatsächlich mal was Interessantes. Eine Info, die ich vorher noch nicht hatte. Zack. Kein Mega-Absol. Schade. Ein Volltreffer, ja gut. Schwalboss. Ja. Mega Glalix, du packst das schon. Aber die meisten Statusattacken werden immer noch von Schutzschild betroffen. So Sachen wie jetzt zum Beispiel Irrlicht und Donnerwelle und so ein Scheiß. Also Sachen wie Wirbelwind und Brüller, die wurden doch eigentlich von Schutzschild abgehalten, oder nicht? Oder generell gab es da irgendeinen Unterschied zwischen Brüller und... Ich habe gegen einen echten Experten gewonnen. Nein, das war ein Noob. Zurück nach Moosbach. Ja, ist okay. Genau, Schutzstacheln und Königsschild, aber... Schutzschild eigentlich schon. Aber Schutzstacheln und Königsschild hatten dafür ja auch nette Nebeneffekte. Skip! Ein Heilball-Set, okay. Jo. Ja, oder whatever, dann war es nur Königsschild, der nicht vor Statusattacken schützt.
Und so Sachen halt wie, wie hieß denn das Ding? Tatami-Schild, Tatami-Matte oder was auch immer. Die halt auch nur vor Schaden schützen. Königsschild hat als Nebeneffekt, dass bei Kontaktattacken, die den Königsschild treffen, der physische Angriff um 2 Stufen gesenkt wird. Ein paar Heilbälle, Bälle, Bläbe. Nächstes Abenteuer bitte. Nach einem Pokémon. Ja, ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Ja. Schon wieder Eneko. Warum? Ach, eine Aroma-Lady. Oh, Knilz! Tudu! Aber betrifft das denn jetzt nur Wirbelwind oder betrifft das auch Brüller? Und so Sachen wie, ja gut, Drachenrute wahrscheinlich wird immer noch vom Schutzschild geblockt, denke ich mal. Eine Mega-Kopfnuss! Das kriegt's Maul echt nicht zu. Nee, Sere, das kann man ja so jetzt nicht sagen, ne? Also ich würde mich da mal zurückhalten, ne? Hey. Noch einer. Beide seit Gen 6, okay. Tropius. Ja, auch wieder was für Mega-Glalix. Ich habe so das Gefühl, die haben extra hier Gegner-Pokémon eingebaut, die allesamt irgendwie eine Eisschwäche haben. Also fast alle, bis auf Hariyama jetzt. Die Pelippos und Absolz zähle ich mal nicht. Und die ganzen normalen Pokémon. So. Na gut, dann suchen wir mal das Eneko. Was ja irgendwo hier rumspringen muss. Aha, so kann man sich anschleichen. Okay. Aber Pelipper, warum? Kopfnuss. Beim normalen Glalie ist beides gleich stark, also physisch und speziell. Ich weiß nicht, wie es beim Mega ist, wahrscheinlich auch. Wieso lebst du eigentlich noch? Achso, weil du Level 37 bist. Okay. Aber ich habe keine Bälle, um dich zu fangen. Also, kack drauf. So. Eneko, please. Ich möchte jetzt nicht hier durchs ganze Gras schleichen. Du musst doch irgendwo rumstehen.
Na, Lars, ich habe aber auch schon gelesen, dass mehrere Leute solche Probleme hatten. Ist ein bisschen doof. Ich glaube, die Nintendo Zones bei den Hotspots kommen nicht so ganz klar. Und nein, man soll mir bitte nicht sagen, wie das funktioniert. Warum ich alle umbringe? Weil ich sie nicht fangen kann. Und warum sollte ich flüchten? Übrigens, habe ich nicht eben noch gesagt, ich möchte nicht wissen, wie das geht? Leute, please. Ach. Oh hey, ein wildes Tropius, cool. Ich habe jetzt aber keinen Bock, mich in jedem Kampf zu mega an. Ich hoffe, das geht auch so. Ja, geht auch so. Ich bin trotzdem zu blöd dafür. Aber schön, dass hier so eine einzelne Palme rumsteht. Wie er da so halb in der Luft steht. Okay. Whatever. Nico, Nico. So, wegdrücken. Neue Personen, suche nach dem Duo. Ja, kriege ich hin. So, oh hey. Ja, okay. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ja, okay. Da hinten steht auch niemand. Nein, gut. Brauche ich doch gar nicht erst hingehen. Hier vielleicht. Nope. Ah. Was macht ihr denn hier? Okay. Camillo und Felicia.
Körperfettanteil zu reduzieren ist schwieriger, als ich dachte. Okay, und sonst habt ihr nichts zu erzählen? Wow. Awesome. Aufbrechen. Ich möchte, dass du dich als Gegner zur Verfügung stellst. Ja, ja. Es ist jetzt immer so schön im Wechsel. So kämpfen, suchen, oder was? Oh hey, es sind ein paar. Bam, 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 baram, bam, baram, bam, bam, baram, bam. Das ist natürlich jetzt doof, dass da ein Hariyama steht. Willst du mich wieder anblähen, oder willst du wenigstens eine Kampfattacke machen? Na, was kommt? Überwurf. Ja, du willst mich kämpfen. Mich ankämpfen, an Kampfattacken. Stärke 70 und Stärke 65. Na, jawohl. Also Kopfnuss. Kann auch zurückschrecken, ist stärker und geboostet. Und du hast Speckschicht. Okay. Au, 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 au. Das tut tatsächlich weh. Aber was soll's. So, nehmen wir doch nochmal so ein Packs nach vorne. Ich will nochmal die Bizepse sehen. Ist das überhaupt der richtige Plural davon, Bizepse? Und schätze mich bloß nicht, sonst brauchst du nicht... Na ja, gut, das hätten wir doch schon. Dieses Artwork. Kämpferin Laura. Und noch ein Hariyama. Und lass mich raten, der letzte hat auch Hariyama. Die letzte, Entschuldigung. Lebst ja noch, aber du bist zurückgeschreckt. Immerhin. Wow, Schluchzschnief. Anderer Stream funkt's nicht. Okay. Ich hab so Bock auf Mega Gewalt rum. Bam, 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 badam, bam. Ich hätte natürlich mal gucken können, was es hier für wilde Viecher gab. Oh, hey. Scheiß drauf. Oh, hey, ein Mediti. Kein Hariyama. Und mir fällt gerade erst auf, das Ding hat nicht wirklich mehr Hände. Es hat Unterarme, die direkt in die Finger übergehen. What the fuck?
Ich bezweifle leider auch, dass Nintendo so schnell antwortet. Vor allem, weil du garantiert nicht der Einzige bist, der so eine E-Mail schreibt. Vielleicht haben sie schon eine standardisierte Version dafür. Jemand Neues, yay. Vielleicht Vasili. Ja, Metacross hatte aber auch schon immer Arme, die in Finger übergehen. Sumpex hatte ja vorher wenigstens noch sowas wie Hände. So, du bist nicht neu, du bist nicht neu. Ihr zwei seid auch nicht neu. Du bist nicht neu, oder? Nein. Ihr zwei steht immer noch da. Wahrscheinlich steht jetzt oben irgendwo einer. Jo, du bist neu. Was machst du denn da? Die Show war mein letzter Auftritt als Serie der... Was? Ein Ranger, okay. Neues Leben los, Wettbewerben mit meinen Pokémon. Ja, wow. Gut. So much info. Schon wieder verirrte Kinder. Darf ich das diesmal die Klippe wieder runterstoßen? Das ist das verirrte Kind. Danke. Ja gut, jetzt ist natürlich... Hey, ich habe schon wieder nach keinen wilden Pokémon gesucht. Übrigens, Jakob, ja, kann man. Dafür hat man extra in den Systemoptionen ein Tool, womit man es übertragen kann. Yay! Eine neue Person, suche sie! Diesmal heißt sie, eben hieß es ihn. Okay, whatever. So, neue Person. Wieso kann Sumpex eigentlich nicht surfen? Also wieso kann unser Sumpex hier nicht surfen? Natürlich, die Demo ist voll abwechslungsreich. Seewoge Malvenfroh. Bist du der Neue? Warte, was? Siehst du nur so bleich aus oder bist du so bleich? Du siehst aus wie ein Alien. Du bist ein Alien. Ach, da darf ich immer noch nicht rein. Ja, du bist auch neu. Radler, 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 oh Gott. Ja, okay. Jetzt wäre es auch neu. Ach, Break, okay. Es ist zum Verrücktwerden. Ja, durchaus.
Ach Gott, was soll's. Next mission, please. Das ist tatsächlich eine relativ lange Demo, möchte ich mal so meinen. Akkarin! Yep, das ist der Protagonist bei Yuri, der völlig unnötig ist, beziehungsweise die Protagonistin, die einfach bei jeder Gelegenheit ignoriert wird. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Geht schon gut los. Ach, Trainer, Spezialtraining, okay. Bam, 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 badam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Der Radler-Typ ist super. Ich finde es ein bisschen schade, dass Gewaltro keine Drachenstab hat, wenn es schon Megadrache wird. So, je nachdem, wie lange die Demo jetzt noch geht, werde ich aber ziemlich direkt nach der Demo wahrscheinlich den Stream auch schon wieder beenden. Mal gucken, wie lange noch. So. Ach, die Demo hat einen unterschiedlichen Missionsmix. Apropos Raiden, Streamtrainee noch. Kann mir das von euch irgendwer sagen? Ich könnte natürlich schauen, aber dazu bin ich ja viel zu faul. Ach so, Malte streamt auch die Demo. Aha, I see. Ich weiß schon, was ich tue, wenn ich hier fertig bin. Okay, das... Ach so. Ich dachte schon, das wäre das Geräusch gewesen, wie ich hier runtergesprungen bin. René streamt auch noch, okay. Ach komm, ich kill dich einfach. Oder auch nicht. Wieso lebst du noch? Gewaltro. Not strong enough. Oh, okay. Noch keine Kämpferin und aber schon noch keine Map, okay. Ja gut, vielleicht haben sie einfach einen gewissen Pool, aus dem sie die Missionen raussuchen. Was weiß ich, wenn das 10 Missionen oder so sind, dass du dann einfach aus einem Pool von 30 Missionen 10 zugelost kriegst oder so. Autsch. Autschen. Das dürfte stärker sein als das Aeroas. Ja, ziemlich viel stärker als das Aeroas. Zwei sind immer gleich. Ja, wahrscheinlich das allererste. Und keine Ahnung. Renés Kanal heißt Spielmannsherz. Genauso wie bei YouTube auch.
Ach so, ach Quatsch, ja. Andersrum gedacht. Yay. Ab zurück nach Moosbach. Na, wie viele Missionen kommen noch? Ich würde ja auf 10 tippen, aber ich weiß es nicht. Yay. Ja, bei Kanal denke ich auch immer erst an YouTube, deshalb ja. Noch ein Durchgang und du kannst ein Herzschuppenset über... Ja, okay. Nehme ich. Kleinen Moment kurz. Und wieder da. So. Ich möchte bitte aufbrechen, direkt, ohne mich nochmal umzusehen. Diesmal scheint es nicht um den älteren Herrn von neulich zu handeln. Achso, wieder eine Herausforderung, oder was? Hm, vielleicht gegen Aqua Adrian und Magma Mark? Ich weiß ja nicht. Bereite dich gut vor, Orlando. Ja. Wenn es Magma Mark und Aqua Adrian sind, kann ich mit Logok nichts falsch machen. Nach 10 bekommt man nichts mehr. Okay. Ne, ist doch nicht der. Viel von dir gehört. Begabter Pokémon. Ja, perfekter Einsatz. Theowald. Ebenfalls Zeuge deiner Stärke werden. Mein Name ist Ingmar. Ich bin nicht so einfach zu besiegen wie mein Bruder. Okay. Ja, super. Der hat wahrscheinlich das gleiche Team wie ich. Nur, dass er statt Mega Glalie wahrscheinlich Mega Steelix hat. Dann kann ich mit Logok trotzdem nicht viel verkehrt machen, eigentlich. Slice! Windwilli, nein. Aber er megert nicht. Er schlitzert einfach ohne Mega. Okay. Trollolol. Doppelvolltreffer. Ja, wenigstens bin ich jetzt auf jeden Fall schneller. Und es reicht nicht! Es reicht nicht! Ja gut, scheiß drauf. Dass Sumpex kommt, war klar. Tomaten-Thomas, oh ja. Geschleifte Tomaten. Fauna-Statue. What? Seriously? Sirsli? Ach, die sind ja sogar levelmäßig höher als ich. Sehe ich ja jetzt erst. Alter! Willst du mich verarschen? Doppelfauna-Miss? Wie viel Genauigkeit hat das? 90. Ja, super. Jetzt triff endlich. Danke.
Gewaltruhe. Ja, ich möchte bitte wechseln. Auf. Mega Glalix. Ja, vorne der Statue, Miss. Aber sowas von. Machen wir mal Eisodem. Einfach weil Crit. Ding-ling-ling-ling. Oh, und es reicht nicht. Mal wieder. Jetzt geht wahrscheinlich der Eiszahn auch noch daneben. Ich sehe es kommen. Oh. Ja, stimmt. Das eine war ein Schutzschild. Da ist auch wieder wahr. Ja, ne? Gut. GG, würde ich sagen. Ja, scheiße. Das geht an ihn. Aber sowas von. Das Gewaltruhe ist schneller als mein komplettes Team. Ach, shit, ey. Oder auch nicht. What? I mean, what? Okay, okay, ich hab nichts gesagt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich hau jetzt nochmal mit der Fauna-Statue drauf, wenn ich treffe. Ne? Ja, ich treffe. Wow. Patsch, patsch. Und es reicht nicht. Es reicht nicht! Mal wieder, zum dritten Mal in dem Kampf. Meine Fresse. Aber gut, 2-0. Ich will nicht meckern. Kann ich mir den Flammenwurf auch nochmal anschauen. Ja, ich sehe es, er hat keinen Mega-Steelix. Schade eigentlich. Nein, langsam reicht's nicht. Jo, zurück nach Moosbach. Okay. Hier ist es Abschied nehmen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Okay. Ja gut, das kann ich wieder wegdrücken. Jetzt schaue ich doch zumindest mal rein, was ich... Herzschöpfen-Set per Pokelink. Vielen Dank fürs Spielen. Du kannst noch weiter nutzen. Ja. Ja. Mega Hariyama confirmed. Wäre cool. Ja, jetzt kann man prinzipiell aufhören. Ich weiß gar nicht, unsere wievielte... Ein paar Herzschuppen. Okay. Aber jetzt kann ich das Zeug zumindest schon mal alles via Pokémon Link versenden. Nur einmal pro Tag, ja. Ach so. Dazu muss ich das Ding erst haben, okay. Okay. Mega Hände, oh ja. Na gut, dann. Ja, ist wahrscheinlich. Ja, okay, wieder random Mission. Na gut. Dann mache ich die Mission jetzt noch und danach reicht's mir dann. Es ist wahrscheinlich sowieso immer wieder das Gleiche. Geh und rette es. Oh hey, was bist du denn für ein Trainertyp? Eine Göre? Bist du eine Göre? Bam, 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 badam, bam. Ass-Trainer, alles klar. Okay, die Ass-Trainer sehen geil aus.
Muss man ja mal sagen. Ach stimmt ja, ich wollte ja Malte raiden. mal so die Frage nebenbei, was macht Malte, was macht René? Machen die beide Pokémon oder macht nur Malte Pokémon? Ach so, René wollte ja Tropical Freeze machen. Ja, die sehen wirklich cool aus, die Ass-Trainer. More Ass-Trainers! Je stärker die Defensive, umso hemmungsloser kann man angreifen. Jo, gut. Megakopfnuss. Shut up! Die Oma auch Trainer? Eine der vier Kompassschwestern. Aha. Und da hat sich der Junge versteckt. Soweit ich das richtig gesehen habe, hat der Rivale, also hier der kleine, wie hieß er nochmal, Heiko, tatsächlich ein Galagladi statt ein Gardevoir. Weil es ja männlich ist. Gut. Jo, nehme ich mit. Ist okay. Danke fürs Spielen. Ja, bla bla. So. Du. Dann würde ich sagen, raiden wir doch gleich mal den Malte. Und zwar würde ich sagen... schreiben wir Folgendes. Moment. Ach, wo ist denn jetzt mein Dokument? Ich hab's gleich, Moment, da ist mein Dokument. So, Raid Message ist die hier. Und damit gehen bitte alle zu da, zu dem da. Und Raid, go!
mache jetzt hier aber auch den Ton schon mal wieder aus, damit ich bei Malte reinhören kann. Ja. Wo bleibt die Reaktion? Auf den freien Flächen zwischen dem Gras. Ja. Was? Was war das? Guck in deinen Chat, Malte. Er guckt einfach nicht, der Spaten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche die Schleichfunktion. Ganz vorsichtig. Mega Malte und was? Was? Was ist kaputt? Okay, jetzt hat er's. Schön. Was ist denn ein Dragonit? Hä, was ist denn? Dragonite. Okay, ich akzeptiere alles, was ihr da jetzt sagt. Wenn es um Megadrago rangeht, das Ding habe ich irgendwie vorher gesehen. Ach ja. Gut. Dead Reaction. Trotzdem, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen geflasht. So geflasht, dass mein Fernseher sich gerade selbst ausgemacht hat. Na gut. Dann würde ich aber sagen, viel Spaß drüben bei Malte. Oh. Der wird jetzt das gleiche nochmal machen, was ich gemacht habe mit Balls to You. Dragonite. Und danke fürs Zuschauen. Ich denke mal, die Demo wird dann nochmal als Stream-Aufzeichnung auf ich YouTube kommen oder so. Ich bin gerade überlegen, von wem. Ich würde jetzt theoretisch von Micha tendieren. Er hat rausgefunden, von wem. Ich bin geflasht. Es geht um Mega. Egal, wir gucken jetzt mal, ob wir das in Neko finden. Naja gut, also denn, bis zum nächsten Mal und so. Ciao, ciao. Ich bin nicht mal ansatzweise in deine Richtung gekommen. Du bist so geflasht, deine Genauigkeit sinkt. Oh mein Gott. Diese Art. Der war flach. Ich würde jetzt einfach mal raten, war es Micha? War Micha der Grund?